Ich finde die Bahnstrecke zwar nicht, aber okay. Und die hier zeigen, hier ist eine, ist eine. Da wollte ich hin. Da gehe ich aber erstmal hin. Die Achterbahn, die kann man bestimmt nicht fahren, aber egal. Für so eine Art Bahnhof. Aha. Bus-Spot-Stop-Terminal. Brauchen Sie Hilfe? System offline. Hier bestimmt dasselbe. Brauchen Sie Hilfe? Nutzen Sie Botstop. Hardaway ist immer gut. Regnet hier, glaube ich, gerade. Und ich gehe jetzt zu dem der Achterbahn. Der Kolossus direkt vor mir. Und Wasser. Ein Schiff. Ja, da ich PUBG gespielt habe, werde ich nicht über die Brücke gehen. Eine Wallfischermütze. Bügeleisen, Skalpell, guter Mann oder Frau. Sieht man ja nicht mehr so gut, wenn da nichts mehr drin ist. Und die Achterbahn. Achterbahn. Camden Park. Zu Hause. Fest begonnen, falsche Identität. Schütze dich, Mr. Fassis Team, anonymisiere dich im Camden Park. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Die brauche ich sowieso. Linke Arme, glaube ich. Oder? Kleidung. Linke Arm. Und ich muss mich jetzt hier irgendwem anschließen. Nein, nein, sie sind nicht hier. Oh Gott, ein 23er.
Turbo-Revolver wurde zerstört. Nimm ich den. Schrotpatrone, gut. Eschen Bogen. Hallo, Zoe. Leckere Hot Dogs! Hot Dogs! Du machst sie immer noch frisch? Rote Roboter! Seien Sie gegrüßt, geschätzter Besucher. Willkommen im Camden Park. Ja, freut mich, dass Sie Bescheid, wenn ich Ihnen helfen kann. Mach ich, ja. Was auch immer. Terminal. System zur Mitarbeiterkontrolle. Ich werde erstmal den Zettel nehmen. Leseliste. Ich brauche so schnell wie möglich die folgenden Bücher. Vorurteile von Unternehmensmantren. Der Weg an die Spitze. Beharrliche Individuen. Geld, Geld, Geld. Um mir die Holobänder Ausgaben. Zum Lesen habe ich keine Zeit. Ja. Mentats, Orange Mentats. Abgekochtes Wasser. Hier. Mr. Fuzzy. Zigarettenautomat. Ein schönes Bild. Abgekochtes Wasser. Den wollte ich haben. Okay, Terminal. Jay Miller. Diebstahl. Entlassen. Einzelheiten. Der Mitarbeiter hat ein Kind einen Wegwerfbecher erneut benutzen lassen. Damit wurde das Kind der Möglichkeit beraubt, die Freuden am Kauf eines weiteren Bechers zu erleben. Armleuchter. Cooper wurde dabei beobachtet, wie er außerhalb der Arbeitszeit weggeworfene Snackpakete des Camden Parks verzehrt hat. Diese verbleiben auch nach der Deponierung auf einer Müllhalde Eigentum des Camden Parks. Mr. Porkins hat erneut alle Pizza, Pork, Gips und Might Meat Skin Snakes verspeist. Update. Die Familie Porkins hat eine Spende an den Park geleistet. In Mr. Porkins neuer Position wird er als Assistent der Parkverwaltung arbeiten. Mr. Porkins Titel wurde zu assistierender Parkmanager geändert. Anderson. Brandon hat es versäumt, Gäste während der Arbeit am Eingang zu ausreichend anzulächeln und sie damit in ihres Captain Park Erlebnisses beraubt. Die Lohnkürzung bleibt bis zum Abschluss eines Lächeltrainings bestehen. Mrs. Clayton Gleusen ist nicht rechtzeitig zur Arbeit erschienen. Sie behauptet, sie hätte unmöglich wissen können, dass der Zeitplan an dem fraglichen Morgen geändert wurde. Natürlich ist dies keine Entschuldigung, da sie jeden Morgen hätte anrufen oder es auf anderen Wegen in Erfahrung bringen sollen. Wolcott. Miss Wolcott war während des morgendlichen Gesangs zur Steigerung der Arbeitsmoral nicht ausreichend zu hören. Ich erwarte von allen Mitarbeitern, dankbar für ihre Anstellung zu sein. Das Mindeste, was sie tun können, ist, diesen Dank durch die vereinigende Kraft des Gesangs zum Ausdruck zu bringen. Oh mein Gott. Oh, die Coca-Cola nehme ich mit. Ich habe zu viel Gewicht, nein. Da steht's. Oh, passend Gewicht. Ich habe eh Hunger und Durst, ich muss das essen. Was ist das? Eine Stechuhr. So, ich muss jetzt aber irgendwem vorgaukeln, dass ich cooler Gast bin. Wahrscheinlich jemand am Eingang. Seke. Hallöchen! Lust auf ein paar Erkundungen?
dann ist Mr. Ausmister genau das richtige Spiel für Sie. Mr. Ausmister? Ich könnte die eine Waffe wegschmeißen, die kaputt gegangen ist. Und die Armbrust. Die ist weggegangen. Ach komm. Oh, das war die letzte Patrone. Alter! Ja, genau. Handaxt. Tach. Schrotpatron. Gib mir die Schrotpatron. Und die 308 Patronen. Viele brennen gleich, brennen nicht. Mir fällt gerade auf, dass ich keine Trefferpunkte mehr habe. Ich brauche ein Stimpack. Das war rechtzeitig. Hi. Die Responder. Einen Willkommen im Camden-Park, geschätzter Kunde. Hier ist jeder Fleischling auf dem Villa. Preise können Sie an Terminal erwerben. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Danke. Achso, das ist Händler-Chat.
jetzt brauche ich mal kurz. Eine Waffe, die auch geladen ist. Die Responder haben diesen Handelsposten errichtet. Ich wünschte, sie hätten einen anderen Ort gewählt. Erdgewehr. Okay, das ist ein bisschen suboptimal mit dem Unsichtbarwerden. Wer schießt denn hier noch? Der da. Oh Gott, schon wieder ein 23. Noch einer. Ist denn das hier? Noch einer, den ich gefunden habe. Ich will doch einfach nur die. Ich will erkunden. Noch eine Atombombe. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Aber nicht auf mich. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Die berühmte Zone, ja. Danke für Ihre Kooperation. Aber ich weiß jetzt wenigstens, in welche Richtung ich gehen muss, um... Quest anscheinend zu machen. Gib dich zum Haupteingang. Ja, da wo die Parkplätze sind. Okay, wo war der Boss noch? Da hinten. Den muss ich jetzt ja wahrscheinlich. Wenn da steht, melde dich zum Dienst. Willkommen im Camden Park, geschätzter Kunde. Hier ist jeder Fleischling ein Gewinner. Terminal. Preise können Sie antagen. Perfekt, dass Sie hier sind. Mr. Fuzzys Preise. Mr. Fuzzy Marken. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Na, jetzt brauchen mindestens 5 Marken. Okay. Melde dich zum Dienst. Melde dich zum Dienst. Da.
Na gut, dass der wenigstens hier ausgeschildert ist. Da melde ich mich zum Dienst. Seien Sie gegrüßt, geschätzter Besucher. Willkommen im Camden Park. Oh, Moment mal. Sind Sie das? Tut mir leid, aber meine Gucker funktionieren nicht optimal. Na los, ziehen Sie sich um und melden Sie sich an. Sie sind spät. Ich habe sogar schon den Boss Ihren Wegen angelogen. Zieh deine Uniform an. Parkuniform. Kleidung. Hübsch, oder? Ja, Stichwort. Danke, dass Sie sich zu Ihrer Schicht gemeldet haben. Sie müssen die Spiele kalibrieren, bevor der Boss wieder rumschreit. Oh, hallo Liebling. Sind Sie neu? Ich habe Sie hier noch nicht gesehen und Ihr Gesicht hätte ich mir auf jeden Fall gemerkt. Ja. Der Boss hat gesagt, dass heute jemand zum Kalibrieren vorbeikommen würde. Da Sie neu sind, wissen Sie bestimmt noch nicht, wie das funktioniert. Nee, keine Ahnung. Essen Sie einfach 6 Hotdogs so schnell, wie ich sie serviere. Der Gewinner erhält Mr. Fuzzy Marken. Kinderspiel! Schnappen Sie sich eine Serviette, wenn Sie bereit sind. Okay, stemple dich für die Schicht ein, läuft hier gerade noch durch. Nimm dir eine Papierserviette, um zu beginnen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Sie sind schimmelig. Das ist nicht gut. Ist Hot Dogs, 5 von 6 hoch. Mensch, Liebling! Das war ja ziemlich beeindruckend. Danke. 3 Mr. Fuzzy Marken sind per Gateway aufbereitetes Wasser. Danke, Zoe. Gehe zum Schrotteinwurf. Okay, wer bist du? Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Erleben Sie es selbst. Hallo. Ist ein bisschen wenig los heute. Ich war schon sauer, dass niemand mit mir geredet hat. Sie sind neu hier, oder? Wie ich hörte, ist es wieder Zeit für die Kalibrierung. Sie müssen nur zu den Wagen gehen und eines dieser Kohlestücke hineinlegen. Die Wagen sind dort drüben. Sie müssen also schnell sein, um sie alle vor Ablauf der Zeit zu erwischen. Okay. Okidoki, dann legen Sie mal los. Legen alle Wagen Kohle. Welche Wagen? Hm.
Fuck. Oh Mann. Ist kein Wagen. Wieso habe ich denn dafür 4 Minuten Zeit? Der nächste, du bist Fehler. Persönlichkeitssack nicht gefunden. Laden des Persönlichkeitsmoduls fehlgeschlagen. Standard Persönlichkeit initialisiert. Seien Sie gegrüßt. Ja, Frau. Ja, ich verstehe nicht, was er mit Wagen, welche Wagen er meint. Okay, hinter mir. Irgendwie hat mir Brandon die Putzpflicht unter dem Widowmaker aufgebrummt. Eine Gruppe von Kindern muss sich hier ihres Mittagessens entledigt haben. Typische Kotzreaktionskette. Einer fängt an, die anderen hinterher. Die Bilder waren übrigens unbezahlbar. Aber Brandon wird sich freuen, denn ich habe hier unten eine 100-Dollar-Note plus Kleingeld gefunden. Viele sagen, dass es sich nicht lohnt, aber ich musste hier irgendwie raus. Und wenn ich dafür gegen Bezahlung Kotze aufwischen muss, dann ist es eben so. Ich habe nur 1,5 Minuten. Und weiß immer noch nicht genau, wo sie sind. Da hinten ist einer. Und da hinten ist einer. 1 Minute 22. Klingt machbar. Okay, da ist er. Hallöchen! Lust auf ein paar Erkundungen? Dann ist Mr. Ausmister genau das richtige Spiel für Sie. Was soll das für Variationspunkte? Ach, geil. Super, jetzt habe ich mir ein super Stimpack gegönnt, ey. Okay.